Hier sind die EmsTV News. Es ist Donnerstag, der 30. September. Ich begrüße Sie recht herzlich zu Ihren regionalen Nachrichten. Auch heute hat der Landkreis Emsland die aktuellen Corona-Zahlen veröffentlicht. Demnach sind seit gestern 52 Infektionen hinzugekommen. Im gleichen Zeitraum sind 27 weitere Personen genesen. Als aktuell infiziert gelten 278 Menschen. Bisher sind 203 Personen im Landkreis infolge einer Corona-Infektion verstorben, eine mehr als gestern. Der Wert der 7-Tage-Inzidenz im Emsland steigt auf 50,5. Die 7-Tage-Inzidenz der in Niedersachsen aufzunehmenden Patienten im Krankenhaus liegt bei 2,4. Landesweit sind aktuell 4,2% der Intensivbetten durch Corona-Patienten belegt. Bei einem Unfall in Greven ist ein Betonmischer auf die Seite gekippt. René Hessels mit den Einzelheiten. Gestern Abend verunfallte ein Betonmischer auf der Otto-Lilienthal-Straße in Greven im Landkreis Steinfurt. Die Feuerwehr Greven erreichte die Information, dass der Fahrer das Bewusstsein verlor und im Fahrzeug eingeklemmt wurde. Bei Eintreffen der Feuerwehr bestätigte sich die Lage. Unsere Maßnahmen beliefen sich darauf, dass wir die Frontscheibe des Fahrzeuges rausnehmen mussten, um an den Fahrer heranzukommen. Währenddessen wurde der Fahrer vom Rettungsdienst betreut und versorgt und kam dann auch wieder zu Bewusstsein. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Ursächlich für den Unfall sei ein medizinischer Notfall gewesen, wie die Polizei mitteilte. Die Höhe des Sachschadens wird auf 20.000 Euro geschätzt. Gestern gegen 17 Uhr kam es auf der Georgstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 27-jähriger Lingner war auf seinem Rad in Richtung Innenstadt unterwegs. Als er die Längericher Straße bei Rot überquerte, kam es zu einem Zusammenstoß mit dem VW eines ebenfalls 27-jährigen Fahrers, der in die Ludwigstraße abbog. Der Radfahrer erlitt durch den Unfall schwere Verletzungen und wurde in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. Der VW-Fahrer blieb unverletzt. In Haselünne gibt es ein wahres Naturtalent in Sachen Musik. Den Werdegang eines Pianisten und Produzenten aus der Region haben Ember Stein und Alina Menke für Sie zusammengefasst. Max Grote, besser bekannt unter seinem Künstlernamen Magro, ist DJ, Musikproduzent und blind. Er lebte schon immer für die Musik. Seine Passion, die er neben seinem Studium lebt, war sein Kindheitstraum. Ein guter Freund von mir, der war auch DJ, der hat halt auch hier so den Dorf-DJ so gemacht, ist von Party zu Party getingelt. Und da haben wir dann irgendwann gesagt, so, ey, lass uns das doch mal zusammen machen, so, weil ich habe halt immer so Mixtapes dann aufgenommen, die hat er dann manchmal laufen lassen und so. Und dann, oh ja, cool. Und dann haben wir halt mal eine Party zusammen gemacht. Und auf der Party hat mich dann direkt jemand angesprochen, ey, in ein paar Wochen, ich feiere meinen Geburtstag, so, hast du nicht Bock bei mir aufzulegen? Wie so? Und so hangelt man sich von Party zu Party und erstens halt irgendwelche kleinen Privatpartys, 18. Geburtstag oder 25. Geburtstag oder so und alles hier in der Gegend. Und das meiste hat sich auch noch relativ lokal abgespielt, aber ja, durch den einen oder anderen Umstand waren dann halt die richtigen Leute zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und ja, dadurch habe ich tatsächlich auch einmal im Index aufgelegt in Schüttdorf und habe auch bei der Afterparty bzw. Helferparty vom Lingner Abi-Festival auch gespielt. Sein Markenzeichen ist allerdings das Piano. Mit 3 Jahren hat er sein erstes Klavier geschenkt bekommen. Und das ist laut Max auch das Instrument, was ihn ausmacht. Um sich von der Menge abzuheben, versucht er jetzt immer mehr, den akustischen Klaviersound mit einzubringen. Doch das ist nicht das einzige Instrument, das er spielen kann. Ich spiele Klavier. Ich spiele alles, was irgendwie über mein Keyboard halt wie ein Klavier gespielt werden kann. So. Also mit elektronischen Sounds ist man natürlich sehr gut, dann irgendwie hat man ja natürlich viele Möglichkeiten so. Aber ja, ein akustisches Instrument, wie gesagt, eigentlich Klavier, so mein Hauptding. Und dann halt so Percussion Drums, also alles, wo man irgendwie Rhythmen draufklopfen kann. Ob es jetzt irgendwie so große Congas sind oder so Djembem oder halt Cajon, was ich ja vorhin schon erwähnt hatte, diese Holzkiste. Oder ja, alles, was irgendwie so aussieht. Seit seiner Geburt ist sein Augenlicht stark eingeschränkt. Er kann noch minimal sehen, wodurch er sich einiges vorstellen kann. Ja, also ich sag immer so, für mich ist es ja normal, in Anführungsstrichen, weil ich das halt von Geburt an habe. So, ich habe nie irgendwie besser gesehen oder schlechter gesehen oder so. Und was halt auch ein großer Vorteil, glaube ich, ist, ich habe halt noch ein bisschen Sehkraft so. Das heißt, gewisse Dinge kann man sich halt vorstellen. Ich weiß, was grün oder rot ist oder so. Wenn man mir jetzt sagt, oh, da hinten ist ein grünes Schild. Wenn du das siehst, dann biegst du halt rechts ab, dann musst du in die nächste Straße rein, dann bist du gleich bei Bier oder so.
das ist halt ultra praktisch so. Natürlich nutzt man alles, was man noch hat. Ich habe auch lange überlegt so, ja, wie macht man das, wenn ich jetzt irgendwie als DJ unterwegs bin und so. Ich will ja dann auch nicht irgendwie darauf so runtergewertet werden, nur so darauf runter, oh, da kommt der blinde Produzent oder so. Sondern die Leute sollen natürlich am liebsten erstmal so meine Musik hören und die cool finden. Und wenn sie dann halt noch nebenher erfahren so, ja, okay, oh krass, der sieht das gar nicht so, dann ist das natürlich eine Story, die man erzählen kann. Ich glaube, das ist heutzutage halt was auch ultra wichtig ist. Es steht viel an. Beispielsweise kommt seine erste Single Secret Dancer unter dem Künstlernamen Magro auf den Markt. Er möchte sich wieder mehr auf sich und seine Projekte konzentrieren. Auch auf Instagram gibt es eine Menge zu hören und einen kleinen Einblick, was in Zukunft kommen wird. Der SV Meppen durfte nach langer Zeit mal wieder zu einem Sponsorenabend laden. Thema war dabei unter anderem der Stadionausbau. Kevin Sandow mir berichtet. Gute Stimmung gestern Abend beim Sponsorenabend des SV Meppen. Das Bauunternehmen und Planungsbüro Günther Terfer empfing die 140 Gäste in ihren Räumlichkeiten in Rehde. Unter ihnen war auch die Drittligamannschaft des SVM, die am Samstag in Duisburg gastiert, eine Delegation des Frauenteams, das sich auf das Spitzenspiel gegen RB Leipzig vorbereitet, und die Jungs vom SV Meppen eSports. Für die Verantwortlichen des Traditionsvereins um Vorstandssprecher Andreas Krämer war der Sponsorenabend eine wichtige Veranstaltung, um mit ihren Partnern nach langer Zeit wieder zusammenzukommen. Jeder Sponsorenabend ist total wichtig für den Verein, auch für die Sponsoren selber. Heute Abend, dass sie Rico kennenlernen konnten, ne, und dass wir auch das Gespräch mit denen haben. Aber viel entscheidender finde ich einfach in der ganzen Corona-Pandemie, dass wir endlich wieder unter Fans spielen dürfen. Ne. Damit will ich jetzt unsere Sponsoren nicht kleiner machen, aber letztendlich gehört das alles zusammen. Fans, Sponsoren, und dass wir uns im Stadion treffen dürfen, dass wir an solchen Abenden uns treffen können, denke ich, ist wahnsinnig wichtig. Ein wichtiger Teil des Abends war die Vorstellung eines Konzepts zum Stadionumbau. Krämer stellte dabei die Bedeutung eines Umbaus des Stadions für den SV Meppen heraus. Ich denke, wir haben unser Konzept bereits vor 2 Jahren dem Landkreis und auch der Stadt vorgestellt. Und ich gehe fest davon aus, dass wir jetzt in den nächsten 2, 3, 4 Wochen wieder in die Gespräche einsteigen werden, um dann zu sagen, so, was ist möglich, wie ist es möglich. Wir haben einen Masterplan vorgelegt. Also ein Masterplan heißt nicht, und das möchte ich auch gerne nochmal richtig stellen, das ist nicht, dass wir in einem Jahr neues Stadion haben wollen, das ist ein Plan über mehrere Jahre. Und da müssen wir uns hinentwickeln, damit wir langfristig im Emsland, in der Stadt Meppen, den SV Meppen in der 3. Liga halten können. Der letzte offizielle Programmpunkt des Abends war dann die Vorstellung des bereits im April eingestellten Cheftrainers Rico Schmidt. Der seit Montag 53-Jährige erzählte einige interessante und lustige Anekdoten aus seiner Fußballvita. Gastgeber Gerrit Terfer, Geschäftsführer des Bauunternehmens und Planungsbüro Günther Terfer, blickt auf einen gelungenen Abend zurück. Freut uns ungemein, dass wir natürlich auch viele Meppner und Lingner hier so in den Norden des Emslands bekommen, was so nicht immer so selbstverständlich ist. Und insbesondere eine tolle Veranstaltung, ein gutes Format für uns viele Unternehmer natürlich auch hier in die Räumlichkeiten zu bekommen, um damit natürlich auch einfach nochmal zu vervielfältigen. So ausgelassen wie die Stimmung am Abend in Rehde war, soll diese auch am Wochenende sein. Das liegt in den Händen oder besser gesagt in den Füßen dieser Männer und Frauen. Denn Fußballsponsoring macht am meisten Spaß, wenn auch die Leistung auf dem Rasen stimmt. Ja, wahre Worte von dem Kollegen aus der Sportredaktion, mit denen ich an dieser Stelle auch die News für heute schließen möchte. Ich hoffe, Sie schalten auch morgen wieder ein. Bis dahin, tschüss.